und würde zunächst wahnsinnig gern wissen, wann Sie auf diese spektakuläre Idee gekommen sind, so ein Unterfangen anzugehen. Haben Sie sich gelangweilt als Hotel? Na, also gelangweilt habe ich mich nicht. Es war dann mehr einfach die Chance, die ich hatte, sowas zu machen und diese Chance ergriffen habe. Und das war Ende 2011, dass wir festgestellt haben, oder dass ich festgestellt habe, ich könnte da auf dieser Fläche, wo es jetzt entstanden ist, was machen. Dann das angegangen bin. Also ich habe dann einfach gemacht. Es war. Aber wie haben Sie das festgestellt, dass es da noch Kapazität? Na, ich habe gewusst, dass da unten gebaut werden kann und habe gewusst, mit dem, habe ich ja schon mit dem Architekten Kitzmüller gemeinsam Skyfall gebaut und haben dort eben auch im gleichen System diese vier Suiten, die wir verkauft haben, die wir weiter vermieten. Also das gleiche Konzept, touristische Nutzung, wir vermieten weiter und dann war so viel Nachfrage, dass ich mir dann gesagt habe, eigentlich müssen wir das weitermachen, weil da ist so viel Nachfrage für solche Suiten. Und dann habe ich gesagt, und dann könnte ich mir meine Kunsthalle leisten. Und habe dann dem Jürgen gesagt, plan mal, schauen wir mal, was wir unterkriegen, weil es war auch dann so das Thema, wie viele Suiten kriegen wir unter. Das hängt ja dann alles zusammen, was man mit dem Ertrag dann machen kann. Und so kam das. Genial. Ich dachte, es wäre umgekehrt gewesen. Sie hätten den Wunsch gehabt oder hätten von dieser Kunsthalle geträumt und hätten sich dann erst überlegen müssen, wie refinanzieren Sie das. Aber so rum ist natürlich super. Ne? Also ich habe mich nicht mal getraut, davon zu träumen, weil es einfach nicht wissen. Ich hatte schon, dann habe ich gesagt, wie mich die Sektion A gefragt hat, was so mein langfristiges Ziel war, habe ich schon gesagt, toll wäre ein Museum, wenn ich 70 bin, weil ich nicht wissen, wie finanzieren. Aber das war dann Thema abgehakt, weil es einfach zu unrealistisch war. Und dann war wirklich dieser Dezember 2011, wo so viel Nachfrage war für diese Suiten über dieses Finanzierungsmodell. Im Grunde ist es ja ein Finanzierungsmodell, weil Banken spielen da ja nicht mehr mit in der Art und Weise. Und wir können ja trotzdem oder wir vermieten ja trotzdem die Zimmer weiter. Also es ist ja quasi in meinem Inventur drinnen, diese Zimmer. Und dann habe ich gewusst, jetzt machen wir weiter. Und dann ist das so entstanden und Schritt für Schritt dann halt mit dem Jürgen ausgearbeitet und jetzt ist es da. In kurzer Bauzeit, wie lange haben Sie gebraucht? Ich habe mir das heute ausgerechnet, also netto Bauzeit waren 12 Monate oder im 12. Monat sind wir jetzt. Ja, schon. Also mich erstaunt das auch und das war halt auch das Team. Also ich meine, da haben schon sehr viele graue Haare sind hier gekommen. Ja gut. Das weiß jeder, der schon mal gebaut hat, egal ob als Bauherr oder als Architekt, das Bauen immer ein echtes Abenteuer ist. Das ist so. Ich habe es ja gestern in aller Ausführlichkeit sehen dürfen. Es ist wirklich beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Also von der Kubatur, von der Raumhöhe, man denkt, man geht unter die Erde und dann ist alles klein und gedrungen, eher wie ein Weinkeller oder sowas. Aber das hat ja eine Weite. Das ist ja wirklich fantastisch. Ich glaube, ganz speziell gerade auch eben architekturmäßig werden dann diese Suiten, wenn die mal fertig sind. Die werden, glaube ich, weil das alles, wir haben ja den Käufern überlassen, wie sie es ausstatten. Da habe ich ja keinen Einfluss mehr. Ich verkaufe die und dann kann ich nicht sagen, nein, aber du musst es so und so machen. Und auch hier einfach das Vertrauen, dass einer, der in den Alpen meine Wohnung kauft, jetzt keine Stadtwohnung baut, sich selber, weil er hat ja eh zu Hause. Ja. Sondern dass er dann was Ländliches baut, also so ein Landhausstil. Und da aber dann das Spannende, was mir der Jürgen gesagt hat, dass es ja von bis ist, von brav tirolerisch, so urtirolerisch bis zu ultramodern tirolerisch. Und da bin ich echt schon gespannt, was da. Und dann gebe ich wohl auch alle anders. Also das sind 17 unterschiedliche Suiten. Ja, das allein ist ja schon dann ein Highlight, wenn du da 17 hochwertige, unterschiedliche Tiroler Landhaus-Suiten hast. Total. Von bis und nicht so eine Stilrichtung durch, sondern verschiedenstes oder 17 verschiedene Stilrichtungen. Und die Käufer sagen, sie kommen hauptsächlich aus London. Bringen die dann ihre Innenarchitekten mit? Na, das läuft alles über uns. Also die, was die intern jetzt noch machen selber, sie mit ihren Leuten, das habe ich nicht im Blick. Aber was wir im Blick haben oder immer gesagt haben, es ist ein Architekt, der das macht, das sind unsere Baufirmen, die das machen, weil sonst werde ich ja nicht fertig. Wenn ich da 17 unterschiedliche Firmen habe, da geht nicht. Wir machen das mit unseren und passt. Wahnsinnig spannend. Und die Eigentümer überlassen Ihnen aber die Suiten zur Vermietung? Die müssen es. Das ist im Kaufvertrag drinnen klar geregelt, war Bedingung. Und die mussten auch eine Bewirtschaftungsvereinbarung mit uns schon unterschreiben. Okay. Und das ist aber für einen Engländer kein Thema. Das war mehr für, also wir haben auch keinen Österreicher, weil ein Österreicher versteht es nicht, dass wenn ich was kaufe, das weitervermietet wird. Verstehe. Engländer.
Schaut mal, wenn man dann nach Verbier geht und in die Schweizer Orte, sind ja überall solche Chalets, die weitervermietet werden. Die wollen ja auch Geld verdienen. Ist ja nicht so, ich meine, sie finanzieren sich nicht über die Weitervermietung, aber ein bisschen Geld herein. Und die haben das Verständnis, dass das ein Weg ist, den man gehen kann. Und deswegen, das war wirklich, zuerst hat es ein bisschen gedauert, schnell hatten wir knappe 40%, dann hat es ein bisschen gedauert und plötzlich waren wir ausverkauft. Und hätte ich heute halt das dritte Haus, wäre das dritte Haus weg. Das heißt, es geht ewig weiter. Nein, es langt jetzt. Also ich mache auch nicht, ich glaube, ich würde auch keine Genehmigung mehr kriegen. Also ich habe auch nur die Genehmigung bekommen von der Gemeinde, weil ich eine Kunsthalle errichte. Ja. Also ohne Kunsthalle, da hätte ich auch, ich meine, die Wohnungen bauen, da hätte ich viel Geld verdient. Und hätte irgendwas damit gemacht oder privat genutzt. Und wir haben ja, was ja die Menschen ja auch nicht viel verstehen, wir haben ja alles reinvestiert. Ja. Ich habe nicht mal Geld irgendwo auf ein Nummernkonto gelegt und lasse es dort liegen, sondern jeder Cent ist von dem Geld, das wir verdient haben, reinvestiert worden. Mit lokalen Firmen. Ist also alles in der Region geblieben. Prima. Sie machen ja auch dieses tolle Artists in Residence, in Resident-Programm. Und bieten jungen Künstlern hier Kost und Logis und Atelier an, um zu arbeiten. Das führen sie weiter und wie verknüpft sich dann deren Arbeit mit der Kunsthalle? Können die dann auch dort ihre Arbeiten ausstellen, die hier entstanden sind? Ist das eine zwingende Verknüpfung? Nein, es kann nicht zwingen. Wir bieten denen an, die Möglichkeiten da zu arbeiten und dazu machen, aber es ist jetzt nichts zwingend. Wir sind da komplett frei und möchten ja auch frei bleiben. Also das ist, ich möchte unabhängig sein und das unabhängig machen. Und deswegen, dass die Sektion A macht es, die bildet es dann auch aus. Also da habe ich einen tollen Partner gefunden, der auch, die wissen, wie ich ticke. Ich weiß, wie sie ticken und wir machen einfach. Also da rennt man nichts. Deswegen brauche ich keine andere Kuratoren, die machen das so gut und wir sind jetzt eingespielt. Da ist viel, wo man immer drüber reden müssen, weil die wissen, wie es läuft. Und das hilft dann natürlich auch. Das heißt, wir können unseren Lesern ab sofort sagen, die Suiten stehen zur Vermietung offen. Ich würde sagen, ab Mitte Jänner, Mitte Winter, weil jetzt die werden fertig bis Weihnachten, aber erfahrungsgemäß, bis sie ganz fertig ist, ist es dann Februar, März. Also ab Sommer 16 gerne, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Und dann ist der Aufenthalt noch garniert mit immer einem tollen Konzert. Und dann Konzerte, Lesungen, Kabarets, Ausstellungen. Und das ist ja schön, es kann ja keiner bieten. Ich glaube also nicht, dass es da noch irgendwo gottesweiter Welt sowas gibt. Und das macht natürlich Spaß, wenn man das auf 1800 Meter Höhe ohne oder mit Zufall halt kreieren konnte. Ja, fantastisch. Herzlichen Dank. Gerne, vielen Dank auch.